Programmat, Videoanleitung Kapitel 3, erste Inbetriebnahme und Bedienung. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Programmat in Betrieb nehmen, bedienen, Programme auswählen und Brennprogramme starten und editieren können. Wenn Sie das Gerät einschalten möchten, stellen Sie den Schalter auf die Position ein. Bei der ersten Inbetriebnahme fragt Sie das Gerät nach einigen Grundeinstellungen, wie etwa der gewünschten Sprache, Temperatureinheit und dem aktuellen Datum. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Display. Der Ofen führt nun eine Reihe von Selbsttests durch. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nach erfolgreicher Eingabe der Grundeinstellungen erscheint der Homescreen. Hier finden Sie sämtliche Funktionen des Programmats übersichtlich verwaltet. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus. Schauen wir uns kurz die Bedienelemente des Ofens an. Die Bedienung des Ofens erfolgt hauptsächlich über den Touchscreen. Für die wichtigsten Funktionen stehen Folientasten zur Verfügung. Mit der Ofenkopf-Öffnen-Taste öffnen Sie den Ofen. Bitte beachten Sie, der Ofenkopf lässt sich nicht öffnen, wenn ein Programm läuft. Mit der Taste Ofenkopf schließen, schließen Sie den Ofen wieder. Durch das Drücken der Starttaste können Sie ein ausgewähltes Programm starten. Die Start-LED leuchtet auf, wenn ein Programm gestartet wurde. Mit der Stopptaste können Sie ein Programm entweder unterbrechen oder abbrechen. Ein einmaliges Drücken unterbricht das Programm. Dann blinkt die LED-Anzeige. Ein zweimaliges Drücken beendet das Programm. Drücken Sie die Taste P, wechseln Sie in der Anzeige direkt in das zuletzt gewählte Programm. Geräte mit Programmat-Infrarot-Technologie verfügen über eine zusätzliche IRT-Taste. Damit kann das Infrarotbild während des Vortrocknungs- und Schließprozesses wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn Sie die Power-Saving-Taste drücken, aktivieren Sie den Stromsparmodus. Wollen Sie diesen Modus wieder verlassen, drücken Sie einfach eine beliebige Taste oder berühren Sie den Touchscreen. Mit dem Betätigen der Home-Taste wechseln Sie von jeder beliebigen Anzeige direkt zum Homescreen, vorausgesetzt, es läuft kein Programm. Werfen Sie nun einen genaueren Blick auf den Touchscreen. Das Display des Ofens ist in drei Teile gegliedert: die Informationsleiste, den Hauptscreen und die Navigationsleiste. Die Informationsleiste versorgt Sie mit den wichtigsten Informationen zur aktuellen Ofentemperatur und dem gewählten Programm. Im Hauptscreen können Sie die einzelnen Brennprogramme auswählen, editieren und Einstellungen verändern. Während eines Brennvorgangs wird hier die Brennkurve angezeigt. In der Navigationsleiste können Sie durch die unterschiedlichen Menüs blättern und diese wieder verlassen. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit nun wieder dem Homescreen zu. Der Homescreen ist ein zentrales Element in der Bedienung des Programmats. Von hier aus können Sie alle Funktionen des Gerätes anwählen. Mithilfe der Pfeiltasten wechseln Sie ganz einfach zwischen den einzelnen Seiten des Homescreens hin und her. Werfen Sie nun einen Blick auf die erste Seite. Von hier aus können Sie sämtliche Brennprogramme anwählen. Grundsätzlich bietet das Gerät drei unterschiedliche Programmbereiche. IvoClar-Programme sind Programme, die bereits ab Werk mit den idealen Verarbeitungsparametern für IvoClar-Materialien belegt sind. Individuelle Programme sind freie Programme, die Sie individuell programmieren können. Ist ein USB-Stick an das Gerät angeschlossen, stehen Ihnen in diesem Bereich zusätzliche Programme zur Verfügung. Jeder Programmbereich enthält Programmgruppen. Bei IvoClar-Programmen werden die Gruppen nach einzelnen Materialien unterschieden. Bei individuellen Programmen können Sie die Gruppen persönlich benennen. Jede Programmgruppe enthält 20 Brennprogramme. Mithilfe der Pfeiltasten blättern Sie bequem durch Programmgruppen und Programme. Ein Brennprogramm wählen Sie in drei Schritten aus. Wählen Sie zunächst den Programmbereich aus, dann die Programmgruppe und nun das gewünschte Brennprogramm. Sie können nun entweder ein Brennprogramm starten oder es editieren. Möchten Sie ein Programm starten, dann öffnen Sie jetzt den Ofenkopf.
bestücken Sie den Ofen. Das Gerät überwacht automatisch die Brennkammertemperatur. Bitte beachten Sie, starten Sie ein Programm erst, wenn die USD-Anzeige grün leuchtet. Wollen Sie mit dem Brennvorgang beginnen, drücken Sie die Start-Taste. Das Display zeigt Ihnen, an welchem Punkt des aktiven Brennvorgangs Sie sich befinden. Am Ende des Brennprogrammes öffnet der Ofenkopf automatisch. Entnehmen Sie das Objekt frühestens, wenn der Signalton erklingt oder Sie dazu im Display aufgefordert werden. Wenn Sie ein Programm editieren möchten, drücken Sie in der Programm-Standby-Anzeige auf den gewünschten Parameter. Geben Sie nun den neuen Wert ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der grünen Taste. Sie haben die Brenntemperatur nun erfolgreich geändert. In EvoClar-Programmen weist das Symbol neben dem Parameter darauf hin, dass Sie einen von EvoClar voreingestellten Verarbeitungsparameter geändert haben. Erweiterte Programmparameter wie zum Beispiel die Bereitschaftstemperatur oder den Programmschreibschutz können Sie im Optionenmenü eingeben. So aktivieren Sie zum Beispiel den Schreibschutz. Wenn Sie die Zurücktaste betätigen, verlassen Sie das Optionenmenü wieder. In der Anzeige erscheint nun das Schreibschutzsymbol neben dem Button Optionen. Werfen Sie jetzt einen Blick auf weitere Funktionen des Gerätes. Drücken Sie die Home-Taste und wechseln Sie zurück zum Homescreen. Neben der Programmauswahl stehen Ihnen auf den nächsten Seiten des Homescreens, abhängig vom Gerätetyp, weitere Funktionen zur Verfügung. Dazu gehören Multimedia-Funktionen wie die Wiedergabe von Video-, Foto- und Musikfiles. Mithilfe allgemeiner Einstellungen wie Sprache, Melodien und Displayhelligkeit können Sie den Ofen optimal Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Detailinformationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Die Menüs zu Temperaturkalibration, Datensicherung, Software-Update und Gerätediagnose finden Sie im nächsten Kapitel.